Erst vor wenigen Wochen machten die deutschen Behörden das islamische Zentrum in Hamburg dicht. Zur Begründung hieß es, die Einrichtung habe für das iranische Regime agiert. Heute nun ließen die iranischen Behörden das deutsche Sprachinstitut in Teheran schließen. Das Zentrum habe gegen iranisches Recht verstoßen, so die Behörden. Wie regierungsnahe Medien berichten, handelt es sich bei dem Schritt jedoch um eine Reaktion auf die Schließung in Hamburg. Dazu die Frage an Katharina Willinger in Istanbul. Was hat sich da heute bei der Schließung abgespielt? Also heute am frühen Nachmittag wurden in den sozialen Medien Bilder geteilt, die Sicherheitskräfte zeigen am Eingang des Sprachinstituts, die das Schild, auf dem auch der Bundesadler prangt, abmontieren. Und wir konnten mit Augenzeugen sprechen. Es glich wohl einer Stürmung. Sicherheitskräfte haben dieses Gebäude betreten, haben die anwesenden Schüler, Schülerinnen und das Lehrpersonal aufgefordert, das Gebäude sofort zu verlassen und auch leer zu räumen. Es sollen Handys und PCs beschlagnahmt worden sein. Und ich habe jetzt vor einer halben Stunde noch mal geschaut. Mittlerweile ist auch die offizielle Homepage des Sprachinstituts nicht mehr online. Wir haben es schon angesprochen, es gibt die Vermutung, dass das quasi eine Revanche ist. Aber wie hat Iran selbst denn diese ja dann doch auch massive Schließung begründet? Genau, also diese Retourkutsche, die kann man durchaus unterstellen. Das haben auch iranische Medien selbst suggeriert, dass es eben die Grundlage sei, dass vor fast einem knapp einem Monat das islamische Zentrum in Hamburg geschlossen worden sei. Innenministerin Faeser hatte das damals ja als größtes Propagandawerkzeug des iranischen Regimes, so ihre Worte, in Europa bezeichnet. Und man hat im Grunde so ein bisschen darauf gewartet, dass diese Retourkutsche kommt. Das kennen wir aus früheren Konflikten auch. Auch der Botschafter wurde damals einbestellt, der deutsche Botschafter im Iran. Jetzt kam wiederum die Reaktion aus Deutschland, dass der Botschafter der Islamischen Republik Iran einbestellt werden soll. Und so kann man das natürlich jetzt sehen. Eine offizielle Begründung von iranischer Seite gibt es bisher nicht. Einzig eine Erklärung durch das Justizportal, das stellvertretend für die Justiz oft Pressemitteilungen rausgibt. Und darin heißt es, ich habe es mir einmal ausgedruckt, es sei Zweigstellen illegaler Zentren gewesen. Bei den Zweigstellen, da geht es um eine zweite Filiale des Sprachinstituts, ebenfalls in Teheran, die mit der deutschen Regierung verbunden seien, und sie hätten gegen Gesetze des Landes verstoßen, zahlreiche illegale Handlungen vollzogen und auch umfangreiche Finanzverstöße begangen. Deshalb hätte man sie heute auf Anordnung der iranischen Justizbehörde geschlossen, so die Mitteilung der iranischen Medien. Nur um das nochmal einzuordnen, das Goethe-Institut in Teheran wurde ja schon 1995 geschlossen. Was ist das für ein Sprachinstitut, das die deutsche Botschaft da in Teheran bislang unterstützt hat? Also dieses Sprachinstitut wurde 1995 gegründet durch die deutsche Botschaft selbst in Teheran. Das Goethe-Institut war bereits nach der Islamischen Revolution 1979 nicht mehr erlaubt. Man durfte unter diesem Namen nicht mehr agieren. Jetzt kann man quasi sagen, es ist das Goethe-Institut unter einem anderen Namen. Offiziell heißt es auch durch eine Mitteilung des Auswärtigen Amtes, es gehört nicht zusammen. Fakt ist aber, der Lehrplan, die Sprachkurse, die sind nahezu identisch. Auch die Sprachzertifikate, die gegeben werden, gleichen dem Goethe-Institut. Das heißt, sie sind offiziell anerkannt in Deutschland. Von Anfängerkursen A1 nennt man das, bis hin zu fortgeschrittenen Kursen C2 wird dort unterrichtet. Das unterrichten mittlerweile 85 Lehrerinnen und Lehrerinnen in Teheran an zwei Standorten. Das ist ziemlich groß. Man muss wissen, dass die Nachfrage auch in den letzten Jahren zunehmend gestiegen ist. Also an Iranerinnen und Iraner, die Deutsch lernen möchten, um vielleicht später auch ins Ausland zu gehen, um zu studieren, um den Iran zu verlassen. Laut dem Auswärtigen Amt, also Berlin, gibt es momentan kein entsandtes Personal, also gar kein entsandtes Personal durch die Bundesregierung. Du hast es schon angesprochen, jetzt hat sozusagen Deutschland den iranischen Botschafter einbestellt. Aber was heißt das für die politischen Beziehungen zwischen Deutschland und Iran, die ja eh schon angespannt sind? Also es ist eine Art Eiszeit in den letzten vor allen Dingen 2 Jahren zu vernehmen zwischen beiden Regierungen.
Ich kann nicht sagen, dass das erst 2020 angefangen hat, aber es hat sich zunehmend verschärft seitdem. Durch den Ausbruch der Frau-Leben-Freiheit-Proteste im Herbst 2022, zu denen auch die deutsche Außenministerin sehr klar Stellung bezogen hat, auch Menschenrechtsverstöße immer wieder angeprangert hat und auch innerhalb der Vereinten Nationen eine Untersuchungskommission auf den Weg gebracht hat, genau diese Verstöße zu untersuchen, gab es immer wieder massive Probleme zwischen den Regierungen, Einbestellungen. Es gab willkürliche Festnahmen in den letzten Jahren, die sich vermehrten. Es sitzen aktuell mehrere deutsche Staatsbürger, manche auch mit einem iranischen Pass, im Iran im Gefängnis. Immer wieder kommt der Verdacht auf, dass die iranische Regierung sie bewusst als Geiseln benutzt, um Druck zu machen auf die Bundesregierung. Und diese Einbestellungen hin und her, die gab es in den letzten Jahren, wie gesagt, zuhauf. Und auch jetzt wurde eben vom Auswärtigen Amt angekündigt, den iranischen Botschafter in Berlin einzubestellen. Dankeschön, Katharina Willinger, für diese Einschätzung und Einordnung aus Istanbul.